Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Astrid von Astrids Papier-Euphorie und ich möchte euch heute das Produktpaket Flügel voller Fantasie ein bisschen genauer zeigen. Das Ganze ist schon eine Vorschau auf den Stamping Up Jahreshauptkatalog, der dann ab 4. Mai gültig sein wird. Allerdings mit einer kleinen Einschränkung: in den Hauptkatalog übernommen werden nur das Stempelset und die Stanzformen. Das Designerpapier und das Spezialpapier gibt es nur, solange der Vorrat reicht. Wenn ihr das also unbedingt haben wollt, dann solltet ihr nicht allzu lange damit warten, es zu bestellen. Aber schauen wir uns mal die Einzelteile genauer an. Beginnen wir mit dem Stempelset. 6 Schmetterlinge als ein ganzer Stempel. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber man kann sie wirklich bedenkenlos auseinanderschneiden. Wenn ihr hier gerade Schnitte macht, könnt ihr das Ganze auch wieder gut zusammensetzen. Es hat aber auch Vorteile, wenn man das Ganze en bloc verwendet. Denn die Stanzformen dazu sehen so aus. Und ihr habt hier eine Stanzform, mit der ihr gleich alle 6 Stempel, also alle 6 Schmetterlinge, auf einmal ausstanzen könnt. Große Zeitersparnis und macht Spaß. Weiters habt ihr noch filigrane Stanzformen und dann so kleine Zusatzgoodies, so Mini-Schmetterlinge, dann diese schräge, das eine Stanzprägung ist, also es wird wirklich gestanzt, aber nichts ausgestanzt. Ziegelsteine und dann diese Tupfen. Die habe ich euch extra dann noch einmal so aufgezogen, weil man sich das vielleicht nicht ganz so gut vorstellen kann. Das sind jetzt die Ziegelsteine. Das bleibt über. Wer mag, kann die ausgestanzten Steine dann aufkleben. Braucht ein bisschen Geduld, geht aber gut. Hier seht ihr diese Stanzprägeform, diese Streifen, die so ein bisschen an Parkettboden oder Gitter erinnern. Und diese Tupfen, auch die Tupfen könnten natürlich, wenn man wirklich viel Geduld hat, dann einzeln wieder aufgeklebt werden. Was ich allerdings gemacht habe, ist, ich habe die Ziegel und die Tupfen als Schablone verwendet, indem ich mir einfach bei einem Reststück, das ausgestanzt habe, drüber gelegt und dann mit unseren neuen Blending Brushes Farbe aufgetragen habe. Geht auch mit dem Schwämmchen. Und das gleiche mit diesen Tupfen darunter herum. Kann man also wirklich tolle Hintergründe gestalten. So, normalerweise stempeln wir mal. Wir haben nur einen Stempel. Ich habe jetzt mit Stemperatus gearbeitet. Man kann das auch ohne machen, wenn das Stempelkissen gut gefüllt ist. Weil nachstempeln ist dann schwierig. Also man stempelt einmal den ganzen Stempel ab und kann dann den ganzen Schwung ausstanzen. Und hat letztendlich 6 gestempelte und ausgestanzte Schmetterlinge. Ups, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was man alles mit den Schmetterlingen machen kann, von den Techniken her, sei es jetzt kolorieren, embossen etc., das zeige ich dann irgendwann extra, das wird sonst zu lang. Nächstes Ding, die Designerpapiere. Hier sind 48 Blatt in der Größe 6x6 Inch oder 15,2x15,2 cm in der Packung. Ihr habt jedes Blatt 8x, 6 Designs, 6 Blätter mit 12 Designs, weil ja beides, jedes doppelseitig ist. Natürlich, wie der Name ist Schmetterlingsglück, das heißt, es sind auch sehr viele Schmetterlinge wieder dabei. Wir haben hier diese kleinen bunten und auf der Rückseite Aquarell. Und so ein bisschen fast Ton in Ton. Wir haben anderen schönen Aquarellmuster. Einmal Schmetterlinge in Regenbogen. Mit so einem Farbverlauf. Nochmal Schmetterlinge. Hier ist so ein zartes Muster drauf. Also auch relativ neutral und gut verwendbar. Nochmal Schmetterlinge. Hinten mit so kleinen Tüpfchen. Und hier große Schmetterlinge
mit Aquarellhintergrund. Und wenn ihr hier genau schaut, kommen euch die Schmetterlinge sicher bekannt vor, weil sie die gleichen sind wie auf den Stempeln. Und mit dieser Stanzform können die einfach ausgestanzt werden. Das heißt, ihr nehmt das Designerpapier, stanzt das aus und habt dann in einem Schwung 6 schöne Schmetterlinge und könnt gleich loslegen mit dem Verzieren. Funktioniert super. Das letzte Teil in dem Set ist dieses Holzpapier. Spezialpapier Holzstruktur. Das ist in der Größe 12x12 Inch oder 30,5x30,5 cm. Sind 2 Blatt in der Packung. Ist hinten glatt und hat vorne nicht nur die Holzmaserung aufgedruckt, sondern auch so eine kleine Prägung. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber es ist auch geprägt. Von der Gewichtung her ist es ein bisschen dünner als ein normales Designerpapier. Wie gesagt, dieses und auch das Designerpapier mit den Schmetterlingen, nur solange der Vorrat reicht, erhältlich. Ich habe mich schon ein bisschen rumgespielt und habe dann zum Beispiel nicht nur aus dem Designerpapier, das es in der Serie gibt, sondern auch aus einem anderen Designerpapier, aus dem Hauptkatalog, die Schmetterlinge ausgestanzt. Geht auch sehr schnell und gut. Und zwar ist das aus dem Papier Farbfantasie. Ihr habt hier wirklich wunderschöne Farbverläufe auch drin, die sich auf den Schmetterlingen wirklich toll machen. Man kann natürlich auch kombinieren, indem man die Stanzform einfach nimmt und aus einem Farbkarton ausstanzt die Schmetterlinge. Und dann einen filigranen drüber setzt. Also sei es jetzt, ich habe hier Transparenzpapier, aber es geht natürlich auch Farbkarton. Ist jetzt keine tolle Farbkombi, aber ihr wisst, wie ich es meine. Dann habe ich auch noch mit unseren Blending Brushes einfach ein Papier eingefärbt und daraus dann diese filigranen Schmetterlinge ausgestanzt. Können wir auch machen. Ja, also Möglichkeiten gibt es wirklich unendlich viele und ich habe vor, dass ich auch in den nächsten Wochen einige zeige, verbunden immer mit Techniken. Wenn ihr irgendwelche besonderen Wünsche habt, sei es jetzt Technik oder Projekte, schreibt es mir einfach in die Kommentare unten und ich werde schauen, ob ich das irgendwie umsetzen kann. Zum Schluss möchte ich euch noch Projekte zeigen, die ich schon fertig habe. Das ist diese Frontstep-Karte, eine Aufstellkarte, wo ich hinten eben geprägten Farbkarton genommen habe, das Designerpapier. Hier habe ich die Schmetterlinge weiß ausgestanzt, dann eingefärbt und dann noch mit dem Wink of Stella ein bisschen beglittert, einen Spruch drauf und fertig. Eine Idee, oder hier eine ganz, ganz schnelle Idee, einfach ein Streifen Designerpapier, Farbkarton, einen Schmetterling ausstanzen, einen Gruß drauf. Und fertig ist eine schnelle Glückwunschkarte. Oder einfach eine Schachtel, irgendeine fertige Verpackung verzieren, mit einem Spruch, einen Schmetterling drauf und fertig. Ich habe hier einige Schmetterlinge mir schon ausgestanzt. Mal schauen, welche Projekte da entstehen. Gut. Das war's. Wenn ihr Fragen habt, bitte meldet euch. Jetzt habe ich noch einmal die einzelnen Artikel, also das Stempelset, die Stanzformen. Im Set mit 10% Preisersparnis. Dieses Set wird eben in den Hauptkatalog übernommen, auch als Set. Das heißt, ihr bekommt diese 10% Ersparnis dann auch noch. Wir haben dieses Spezialholzpapier. Und wir haben das Designerpapier mit den Schmetterlingen. 48 Blatt. Ihr könnt das Ganze im Set kaufen. Wenn ihr alle 4 Teile nehmt, ist natürlich diese 10% Preisersparnis berücksichtigt. Ihr könnt alles einzeln kaufen, wie ihr wollt.
Gut, ich freue mich, von euch zu hören oder zu lesen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss und Baba.